Willkommen zurück zu einem neuen Part von Napoleon Total War. Im letzten Part haben wir mehr recht als schlecht Sardinien eingenommen und sind uns hier wieder ein bisschen am Erholen. Mich auch gerade ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Wir haben zu Hause ein paar Sachen und wir brauchen natürlich wieder ein Schiff. Wir brauchen nämlich wieder, um eine neue Invasionsarmee hinterher zu schicken, denn tja, wir sind da ein bisschen auf Grund gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Wir warten ja aber noch, bis wir die 12 Pfünder mitnehmen können. Und ich bin halt einfach sehr daran interessiert, langsam aber sicher Bündnisse zu schaffen. Und ich wäre dafür, wir klatschen uns erstmal Spanien als Freund hin. Und mit denen könnte ich handeln. Machen wir mal ein Bündnis anbieten. Ja, Geld spielt für mich keine Rolle. Und wir könnten mit der Batavischen Republik, die wird eh nicht mehr lange existieren, deswegen Handel anbieten. Jojo, ein bisschen mehr Kohle ist nie schlecht. Jedenfalls muss ich gerade mal schnell schauen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Einkommen. Wir haben immer noch 4000 pro Runde, das heißt, wir können uns eigentlich ziemlich weit zum Fenster rauslehnen. Ich habe mich hier für sowas entschieden. Ja klar, weil wir brauchen Linieninfanterie, Cazadores und alles, was wir kriegen können. Und müssen ja da dann mal wieder hier rüber. Denn muss mir wirklich sagen, ich bin mal überlegen, den Kirchenstaat anzugreifen. Oh, aber Russland geht hier aber sehr forsch vor mit. Oh, Italien hat sich gebildet. Ist das eine neue Republik, ne? Und gleich mit dem Kirchenstaat, da hätte ich die auch gleich gegen mich. Aber ich will natürlich die Schweiz zurückhaben, die gehört rechtmäßig mir, die sollen gar nicht denken, ne? Aber ich glaube, wir können auch nichts mehr machen in dieser Runde, deswegen lassen wir den Gegner mal ran. Schauen wir mal, was die so machen. Die handeln. Spanien ist jedenfalls nett zu mir. Ich bin mir auch am Überlegen, wir legen uns, glaube ich, mit Europa an. Ich habe irgendwie Lust, weil von Großbritannien haben wir nichts zu befürchten, die werden von Frankreich abgelenkt. Russland, von denen habe ich sowieso keine Angst. Und jo, die kommen nicht mal so weit, also von dem her. Ach, jo. Gibt noch ein bisschen mehr Kohle. Seht ihr ja schon 4500. Jetzt wollen wir mal gucken, was können wir hier machen. Ach, nee, ich habe das weggebaut, ich blöder Pfosten. Was wollen wir denn. Entschuldigung, wollen wir denn hier haben? Bin ich mir gerade am überlegen. Ich glaube, eine Garnison ist nie was Verkehrtes. Hier haben wir einen Trockendock für Kampfschiffe. Lassen wir das mal. Zu Hause würde ich gerne einen General. Nimm mal Triadoris. Die kann ich natürlich nicht machen. Wir nehmen den da mal raus. Gehen Sie mal nach draußen hier. Sie kriegen einen General. Kleiner Sergeant. Und der soll sich jetzt mal Linieninfanterie machen, zweimal Kavallerie, kriegt da noch Cazadores, lassen wir aber erst alles, wenn der das nachgedingst hat. Und dann kriegt er das, dann klatschen wir den als Invasion mit rüber und wäre mal dafür, wir erklären mal Italien den Krieg. Die sollen gar nicht denken, die wären da von mir sicher. Da können wir uns nämlich mit Palermo, können wir uns anlegen, mit Neapel, weil ich brauche halt dringend eine Forschungseinrichtung. Was nicht so toll ist, weil ich das nicht habe. Habe ich die Politik eigentlich umgebaut? Das ist alles effizient? Ja, haben wir alles. Spanien ist das nie schlecht, gut zu sein. Die sind sonst alle neutral. Preußen sowieso. Großbritannien bin ich sogar geschätzt. Das heißt, ich kann mich mit denen eigentlich gut anlegen. Der blockiert hier eben die Batavarische Republik. Wir gucken mal, was sich denn sonst noch so getan hat. Hat sich sonst noch etwas getan? Nee, Tirol gehört immer noch dazu. Das Elsass, Lothringen, Straßburg. Ich finde das einfach traurig, dass die Schweiz zu Russland gehören muss. Das tut man nicht. Ich weiß gar nicht, mit wem ist eigentlich das Dings, das Osmanische Reich? Doch mit allen im Krieg, aber hält sich relativ wacker. Okay, den Balkan haben sie schon verloren, aber sie halten die Walachei, Istanbul. Kleine Tatarei gehörte, glaube ich, auch mal dorthin, dass er das Krim-Granat. Jo, sonst mehr kann ich hier eigentlich nicht machen, ne? Zu rekrutieren gibt es eigentlich nichts. Nee, es hat wieder viel zu Token. Ich kann ja hier ein paar Themen anschneiden, während ich hier blöd rumklicke.
Sonst etwas, was ich hier noch bauen kann? Nee, Infrastruktur wird hier sowieso schon verbessert. Oh, habe ich auf Sardinien. Man natürlich auf guten Straßen unterwegs sein. Jo, bin ich dran. Jo, da kann ich ja ein paar Sachen anschneiden, wie sich so mein Leben im Moment lebt. Ich bin im Moment ein bisschen frustriert. Kein Mensch will mich anstellen, weil ich hässlich bin. Okay, das wusste ich schon vorher, aber ihr wisst halt, ne? Wäre schon toll, mal etwas zu machen. Ja, sonst, meine Mutter hat bald Geburtstag. Die wird sich wundern, was ich da einstudiert habe für ein schönes Lied. Nein, keine Angst, ich werde nicht singen. Auch wenn sie schon aus Angst gesagt hat, wirst du anfangen zu singen, sage ich auf Kurs. So, wir geben dem aber noch einen Theodor mit. Dann hat er nämlich noch sowas wie etwas Spezielles aus Portugal dabei, sonst kriegt man ja nur Kork. Oder kriegt schöne Urlaubsfotos. Also sehr interessante Stadt. Ich hoffe, ich komme auch noch irgendwann mal dazu, nach Lissabon zu gehen. Sehr eine schöne Stadt. Hör nur Gutes eigentlich darüber. Wäre also überhaupt nicht schlecht, da mal. Haha, hier bis hier rüber, hä? Spaß. Naja, das ist es halt, ne? Das ist halt das, was mich gerade im Moment so bewegt. Sonst kann ich hier ja eigentlich nicht viel machen. Das ist ja eine kleine Armee. Müssen halt schauen, ich muss die noch ein bisschen sich erholen lassen. Weil wir haben die natürlich ziemlich weggeklatscht. Entschuldigung. Ja, mein Husten hat sich immer noch nicht verabschiedet. Der denkt sich, nee, ich bleibe noch ein bisschen. Gefällt mir in seinem Rauchen. Deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch noch huste. Ja, sonst, neues Headset, also altes neues Headset. Ich hoffe, dass die Audioeinstellungen immer noch geltend sind vom letzten Mal. Ich habe mir ja vorübergehend ein anderes Headset geholt. Das war, glaube ich, das, wie hieß das Ding jetzt? Das, Sennheiser PC320. Vom Sound her nicht schlecht, aber das Mikro ist einfach Grütze, sorry. Also, unmöglich. Geben wir noch ein paar Plänkler dazu. Weil dann sind wir da eigentlich relativ gut ausgerüstet. Dann können wir dann von aus Calgary noch ein paar abziehen. Calgary, oder? Nicht, dass ich da was Falsches erzähle. Ah, was kann der Calgary? Wo komme ich denn her? Kakelari, oder ich weiß natürlich nicht. Einfach aus Sardinien. Ja, ja, komm ja wieder mit falschen Ausdrücken, der hässliche Kerl. Wir können dann schon mal das Handelsschiffchen nach unten ziehen. Schwupp. Dann können wir nämlich dann, wenn der die Rekrutierungsdings fertig sind, das ist ein paar Runden, phrasen wir mal rüber. Ich glaube, ich bin noch dafür, dass wir uns. Was macht da nicht der Herr Napoleon? Nicht viel, ne? Moment, ist da ziemlich tote Hose. Alles beim Alten, obwohl ich mir, wenn ich ihn wäre, hätte ich mir Piemont sofort wieder zurückgeholt. Wo kommen wir denn da hin, wenn da alle in Turin sitzen bleiben? Ich kann halt im Moment nicht viel machen. Ihr seht, ich bin halt am Rekrutieren. Ja, ja, sieht der, Großbritannien ist eh meistens abgelenkt durch Frankreich, deswegen kommen die nicht mal bis zu mir. Wok, 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 wok. Preußen. Die sind eigentlich noch gut zu sprechen auf Frankreich. Die sind ja noch nicht im Krieg. Dänemark hat eine relativ fette Flotte, sehe ich gerade. Jawohl. Wir haben natürlich auf Sardinien was errichtet. Und Zufriedenheit des Adels. Oh mein Gott, was kommt denn da? Ihr könnt hier eine Garnison errichten. Da können wir ein bisschen mehr Sachen machen. Ich dafür. Warum ich Spaß das abgebaut habe, bleibt mir bis heute noch ein Rätsel. Naja, man kann nicht alles haben. Sagte ein weiser Mann. Aber. Okay, ihr seht, die Armee kostet. Mein Kabel muss ich mal wieder ein bisschen richten. Prestigerang angesehen. Ja, ja. Die Maria. Spanien, drei Tanne, die Armee kostet halt, ne, die ich mir jetzt da zusammenzimmere hier. Ist nicht billig. Du kannst da noch die Kanone mitnehmen.
Da hast du nämlich drei Kanonen, das ist nie schlecht. Und zu Hause, ich sag mal so, zu Hause brauche ich nicht so eine riesige Armee, weil wenn mich jemand angreifen will, muss er zuerst noch über Dings. Und hier ist so eine kleine Garnison, das sind drei, das sind glaube ich meistens nur drei Linieninfanteristen und noch ein paar Chefs da, also das reicht da hier zu Hause mit Kavallerie, Plänkler, Theodoris und Linieninfanterie, das reicht da völlig aus. Die haben sich eigentlich auch noch lieb. Und hier zu Hause sind sie eigentlich alle, die sind bald fertig gebildet. Mittlere Verstärkungsrate. Was kann ich denn da noch machen? Karonade-Fregatte, naja. Ich lege mich eigentlich nie auf hoher See mit irgendwelchen Leuten an. Ich weiß nicht warum. Warum marodiert der nicht auf meinen Handelsrouten? Naja, im Moment her halten sie sich eigentlich alle sehr zurück. Dänemark eigentlich auch. Portugal. Und Thomas Dano, neuer General. Ich glaube, ihr seid hier eingeteilt. Jetzt muss ich noch eine Runde auf die Kanonen warten und dann fahren wir rüber. Ich bin mir jetzt auch schon am Überlegen, knall ich mir jetzt schon den netten Napoleon auf meine Seite oder nicht? Weil ich kann natürlich jetzt auch einen Krieg mit den beiden anfangen, das ist ja kein Problem. Ich kann mich dann immer noch entscheiden, gegen wen ich da eigentlich am meisten Krieg führen will. Seht ihr, das kostet mich ja auch schon Heidengeld hier. Einen Heidengeld kostet mich das. Ich will mal schnell was schauen. Kann ich schlecht abziehen, den Chef. Jo, wir machen jetzt ein bisschen Gummi, dass wir möglichst mal dazu kommen, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Scheiße von mir gebe, sondern dass hier noch was Produktives entsteht. Oh, mega leck, sorry. Ja, wir können uns nämlich jetzt einmal mit dem Kirchenstaat anlegen. Da haben wir auch noch die Republik Italien an der Hacke. Oder wir zwingen die dazu, das ist eigentlich eine fette Armee. Ihr bewegt euch jetzt mal nach hier drüben. Geben Sie mal etwas Gummi. Die bewegen sich mal nach hier. Braucht 1000 Runden. Dann würde ich sagen, hier drei. Immer noch nach hier. Nehme ich die nachher noch mit, wenn wir schon gleich hier an Sardinen vorbeifahren. Die haben genug sich gesonnt. Ich speichere hier einfach nochmal. Ich mache das einfach immer mal wieder, weil mir die Echse beim privaten Spielen sehr oft abstürzt. Im Moment, wo ich aufnehme, nicht. Komisch. Aber es fängt ein bisschen an zu lecken. Ich hoffe, dass es nur bei mir leckt und nicht bei euch. Denn, tja, wenn schon nicht so viel passiert auf einer Strategiekarte, sollte es nicht auch noch lecken. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen, falls das passiert, mache ich natürlich. Ah, seht ihr, gibt wieder Infrastruktur, gibt natürlich wieder ein bisschen mehr Kohle, weil natürlich die Effizienz damit gesteigert wird. Durch die Effizienz können wir natürlich. Ja. Wir müssen da, ich spule jetzt ein bisschen vor, bin nicht viel zu talken, wir müssen die jetzt nach vorne bewegen. Wie gesagt, ob wir uns dann mit Großbritannien anlegen, mit Österreich, mit Preußen, mit Russland, also mit Russland muss ich mich wahrscheinlich zwangsläufig anlegen. Weil die Schweiz mir gehört. Die sollen gar nicht denken, die können sich da irgendwie einmischen. Jo, aber das soll's jetzt erstmal gewesen sein fürs Erste, für Total War. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann würde ich sagen, Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.